zusammen. Ich begrüße euch ganz recht herzlich zu meinem heutigen Video. Bevor wir loslegen, habe ich noch was in eigener Sache. Und zwar, wie ihr unschwer erkennen könnt, meine Visitenkarten sind angekommen. Und ihr bekommt bei mir jetzt auch Treuepunkte. Je 50 Euro Bestellwert bekommt ihr von mir diese kleinen Klebepunkte geschenkt, zugeschickt. Entschuldigung. wenn ihr die Bestellungen über mich tätigt und nicht eigenständig über den Online-Shop, dann bekommt ihr Treuepunkte. Wenn ihr an einem Workshop hier zu Hause bei mir teilnehmt, bekommt ihr doppelte Punkte. Wenn ihr das erste Mal bei mir bestellt, dann bekommt ihr auch doppelte Punkte. So, das soll es aber jetzt erstmal in eigener Sache gewesen sein. Ich bastel heute mit euch diese Geschenkschachtel. Die wird mit einem Magneten verschlossen. Und da habe ich schon mal ein paar Sachen vorbereitet. Und zwar habe ich in Bermuda Blau die Butterfly Brilliance aufgestempelt. Dabei handelt es sich um einen Gummistempel, einen Hintergrundstempel. Und habe sie mit der passenden Stanze, die heißen Fabelhafte Falter. Und da habe ich die große Stanze genommen und habe dann in einem Rutsch die ganzen Schmetterlinge ausgestanzt. Das sieht dann so aus. Und das hier nicht wegschmeißen, je nachdem, da könnt ihr euch praktisch mit jeder Farbe und jedem, also jedem Stempelkissen und den Blender Brushes einen schönen Hintergrund gestalten. Auflegen, da wo ihr gerne hättet, und einfach drüber wischen. Je nachdem, wie kräftig ihr wischt, könnt ihr das sogar mehrmals benutzen. So, ich habe mich heute für Farbkarton in Brombeermousse entschieden. Ich habe das schon mal vorbereitet. Wir falzen das gleich nur noch zusammen. Und für ein Designpapier aus dem Tagtraum in Blütenrosa. Das gibt es exklusiv für Gastgeberinnen. So. Wir nehmen uns als erstes das Stück, das ist 11,5 mal 11,5 cm und wird jetzt rundherum bei 1,5 cm gefalzt. Dann nehmen wir uns unsere Schere und schneiden. Hier kann man dann schon gleich leicht anschrägen, auf der anderen Seite auch. Das gleiche auf der linken Seite. Und auf der gegenüberliegenden Seite genauso. An der Falz vorbei, leicht angeschrägt die Falz rausschneiden,
anschrägen. Komm her. So. Da habe ich nicht. So. Können wir die Box, pack das mal eben weg, die Box schon mal zusammenkleben, damit der Kleber anziehen kann. Dafür falzen wir uns die Falzlinie nach. Ihr könnt natürlich auch mit doppelseitigem Klebeband arbeiten. So, jetzt gehe ich hin, nehme meinen Kleber. Der wird jetzt auf die Klebelaschen aufgetragen. Bündig gut festgedrückt. Ich immer mal noch gerne mit dem Falzbein drüber. Und auf der anderen Seite genau das gleiche. Nehme ich die Schachtel erstmal beiseite. Das habe ich gerade schon. Dann nehmen wir uns das Stück, das ist 20,5 mal 9,5. Das wird an der langen Seite angelegt und bei 3,5 und bei 5 cm einmal gefalzt. So, da können wir dann auch schon die Falzlinie nachziehen. Entschuldigung, da habe ich schon einen Fehler gemacht. Ich versuche mal die richtigen Maße, ob man das sehen würde. Ich bin verrutscht. Also das ist 20,5 mal 9,5 und wird bei 9,5 und bei 11 gefalzt. Jetzt gucke ich mal, ob wir die eine Seite unten drunter verstecken können. Ah,
diese beiden Falzlinien werden dann nachgezogen, weil die Box kommt dann hier hin und wird dann so zugeklappt, aber hier kommt ja noch was drauf, das heißt, die werden versteckt gerettet. So, jetzt gehen wir hin. Genau. Und kleben uns die Box fest. So. Da schaut ihr, dass ihr überall den gleichen Abstand habt. Und durch den Flüssigkleber könnt ihr da ja noch ein wenig ruckeln. Und dann gehe ich da immer noch ganz gerne mit einem Falzbein durch. So. Dann haben wir ein Stück 8x8 cm. Das kann man auch schon einkleben. Das ist für den Boden. Dann nehmen wir uns die Lasche, die ist 8,5 mal 3 cm und die wird jetzt an der langen Seite angelegt und bei 3,5 cm gefalzt und bei 5. Dann gehen wir hin und kleben uns das Designerpapier auf die Lasche. Und falzen einmal die Falzlinien, etwas vorsichtiger jetzt wegen dem Designpapier. So, das sieht dann so aus. Jetzt nehmt ihr euch eure Schachtel. Das wird jetzt hier so untergeklebt. Ich mache es jetzt Pi mal Auge. Ihr könnt, wenn ihr da für euren inneren Monk auch gerne die Mitte ausmessen. Jetzt wird auf dieses Stück wieder der Kleber aufgetragen. Und die Schachtel an der Lasche angeklebt. So. Ihr könntet es auch weiter nach oben, weiter nach unten oder mittig oder Pi mal Auge, wie ihr mögt. Gut festdrücken. So. Und jetzt benötigt ihr zwei Stücke Designpapier in 9 mal 9 cm. Das
kommt jetzt hier und damit verschwindet die Lasche. Unter dem Designpapier. So. Jetzt benötigen wir, das habe ich nicht zugeschnitten, ein Stück, Box mal hier beiseite legen, ein Stück weißen Farbkarton in 9,2 x 9,2. Also im Prinzip braucht ihr es nicht, weil man kann das Designerpapier jetzt auch einfach und fertig und die Deko drauf, aber ich finde es irgendwie interessanter, wenn es ja, wie eine Karte so mit Mattung noch gestaltet ist. In 9,2 mal 9,2. Da klebt ihr euch jetzt euer Designpapier auf und da sind eurer Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt das gleiche nehmen oder auch die Rückseite, die würde ja auch passen, weil die Rückseite ist dann in Brombeermousse. So, aber ich bleibe jetzt mal bei demselben Design. Jetzt wird das dort aufgeklebt. Nur ein Mini. Ich hätte das Designpapier noch einen Ticken kleiner schneiden können. So. Jetzt hätte ich fast die Rückseite vergessen. Jetzt nehmt ihr den schmalen Streifen. Der ist 9 cm mal 1,2 cm, den benötigt ihr einmal. Entschuldigung, dass ich ein wenig durcheinander bin. Das ist mein erstes Video im Bereich Verpackung. Der wird jetzt hier hinten aufgeklebt. Dann könnt ihr noch schön feststreichen. So. Jetzt kommen wir zu dem Teil mit den Magneten. Das ist immer eine Fusselarbeit, weil die sind so stark aneinander, das glaubt man gar nicht. So, hier werde ich schon irgendwie was abkriegen. Yep. So. Da ist schon das Klebeteil mit abgegangen. Den klebt ihr euch jetzt da, wo ihr ihn hin haben wollt, fest andrücken. Dann zieht ihr hier oben das Klebepad ab.
macht eure Box zu. So. Legt die Lösche um. Das ist natürlich etwas fricklich, weil man ja nicht so extrem fest andrücken kann. Und zieht die Klebelasche ab und voilà, klebt das Gegenstück hier fest. So. Jetzt nehmen wir uns unseren weißen Farbkarton, den wir schon mit dem Designpapier beklebt haben. Dann nehmen wir unsere Schmetterlinge und auch da könnt ihr es so gestalten, wie es euch gefällt. Im Prinzip kann man es hier mal zumachen, das jetzt hier auflegen. Man kann einfach nur einen großen nehmen. Die könnten ja auch ruhig etwas überstehen, weil das ist ja nun wirklich was, was man persönlich überreicht und nicht unbedingt verschickt. Da ist er. So, nee, war doch der richtige. Ich habe mich jetzt entschieden für den. Und einen kleinen hier unten hin. Und die möchte ich mir mit Dimensionals aufkleben. In die Ecke. Der kommt hier. Oh, den könnte man ja eigentlich. Was meint ihr? So versetzt oder in die gleiche Richtung. Lass mal in die gleiche Richtung fliegen. So, dann kommt jetzt wieder Flüssigkleber drauf auf die Rückseite. Natürlich vorher aufmachen. Und vielleicht ist es besser, man legt es sich so hin. Und dann wird das Ganze ich glaube, jetzt hatte ich sogar falsch rum, aber das ist ja das Schöne jetzt bei dem Flüssigkleber. Ich lege es mir mal so hier auf. So, jetzt klappe ich es auf und kann von der anderen Seite schön feststreichen. Und jetzt braucht ihr ein kleines Stück Farbkarton in 3 × 2,7. Da kommt es sich nicht auf den Millimeter, kann auch 2,9 × 2,5 sein. Da packen wir jetzt auch wieder Flüssigkleber drauf und verstecken unseren Magneten einfach unter einem Stück Farbkarton. Das wird jetzt auch wieder gut angedrückt. Und in diese Boxen passen jetzt
Könnt ihr euch erinnern, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob es sie überhaupt noch gibt. Es gab so kleine viereckige von Kinderschokolade. So mit Dankeschön drauf und so Sachen. Also sowas würde da reinpassen. Man kann das natürlich auch, wenn man nicht unbedingt Naschzeugs verschenken möchte, kann man da auch einen Gutschein reinpacken. Das sind so die, ah, ich glaube, ich habe hier ein an den Kanten ein wenig zu wenig, ja. Etwas zu wenig Kleber genommen. Also das müsst ihr eine Zeit lang, je nachdem, oder ihr nehmt so Klemmerchen, wenn ihr sowas habt, so Buchklemmen. Dann könnt ihr es natürlich auch eher loslassen. Verschließen wir die Box nochmal. Ah, und der Schmetterling verschwindet jetzt hier halb unter der Lasche, aber das ist ja nicht schlimm. Man könnte jetzt auch hier noch einen, aber das wird mir ganz ehrlich gesagt zu viel. Man kann jetzt hier noch mit Band dekorieren, eine Schleife machen oder wenn man hat in dieser Farbe oder in einer ähnlichen noch ein paar Glitzersteinchen draufsetzen. Da ist ja alles, wie gesagt, ist es Geschmackssache. Es ging mir ja jetzt auch im Prinzip um die Box, weil jeder mag ja was anderes, andere Farben, andere Verzierungen. So. Hier seht ihr nochmal die andere, die habe ich gearbeitet mit, ich glaube, das ist, bin mir nicht sicher, Wassermelone. Dann hatte ich das Designpapier. Elegant gezeichnet. Das findet ihr auf Seite 133 im Jahreshauptkatalog. Und dann habe ich aus dem Set Landhausrosen habe ich das ausgestanzt, aufgeklebt. Hier innen drin habe ich, jetzt weiß ich natürlich wieder gar nicht, aus welchem Stempelset, ob das auch Landhausrosen. Ah, tut mir leid, schlecht vorbereitet. Das sind meine zwei Boxen für euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und solltet ihr noch keinen Hauptkatalog haben oder überhaupt die aktuellen Kataloge noch nicht haben von Stampin' Up, dürft ihr euch gerne an mich wenden und ich schicke euch eure Exemplare kostenlos zu. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.